Warum müssen wir denn jetzt eigentlich ins Unkrautbeet? So viel blödes Unkraut. Ah ja, ihr drei benehmt euch nicht, ihr streitet euch immer, Strafe muss sein. Und hier im Kartoffelbeet gibt's eindeutig genug Unkraut für euch. Aber Unkrautrupfen ist doof. Das ist doch was für Blöde. Wir arbeiten doch ehrenamtlich mit den Kindern. Und in der Bibel gibt's überhaupt kein Unkraut. Na, habt ihr eine Ahnung, wie viel Unkraut es in der Bibel gibt? Ja, aber doch bestimmt nicht so blödes wie das hier, was überall in deinem blöden Beet wächst. Du bist nur zu faul, dein Unkraut selbst rauszumachen. Das ist Faultierquälerei. Nee, Strafe muss sein. Ihr habt von den Erdbeeren gegessen, die im Beet gewachsen sind. Ihr wollt von den Kartoffeln essen, die im Beet wachsen. Dann müsst ihr auch beim Unkraut rausmachen helfen. Ja, aber das sind ja eigentlich Mohnblumen. Eigentlich ist das ja gar kein Unkraut. Ja, da wächst aber halt nicht nur Mohn, da wächst noch anderes Unkraut. Und den könnt ihr rausmachen. Und ich erzähle euch in der Zeit ein bisschen eine Geschichte. Jetzt erzählt sie uns bestimmt so eine komische Geschichte aus der Bibel und von Unkraut. Ist ja noch langweiliger als nur Unkrautropfen. Hallo? Seid mal nicht so frech. Die Geschichte hat Jesus erzählt. Du verarschst uns doch. Jesus hat doch überhaupt nichts von Unkraut gesagt, oder? Na ja, dann hört mal zu. Es war einmal ein Seemann, der ging auf sein Feld und streute Samen aufs Land. Aber einige Körner fielen auf den Weg. Da kamen Vögel und pickten sie auf. Die Körner konnten nicht keimen. Einige Körner fielen auf steiniges Land. Sie gingen auf, keimten und sprossen aus der Erde hervor. Aber die Sonne dörrte das Land aus. Da wurden die Halme welk und trockneten aus. Sie konnten nicht wachsen. Einige Körner fielen unter dornige Sträucher. Sie gingen auf, keimten und sprossen und trieben Halme hervor. Die wuchsen und wurden größer und größer. Aber die dornigen Sträucher wuchsen und wucherten noch viel mehr. Sie nahmen den Halmen die Luft und das Licht weg. Da konnten die Körner nicht reifen. Die anderen Körner aber fielen auf fruchtbares Land. Sie gingen auf, keimten und sprossen und trieben Halm und Ähren hervor. Und als die Erntezeit kam, standen sie da, aufrecht und groß, mit gelben Ähren und reifer Frucht in ihren Ähren. Aber du hast ja gar kein Korn gesät in deinem Beet. Du hast ja nur Kartoffeln gesetzt. Ja, aber auch Kartoffeln brauchen ein bisschen Luft zum Wachsen. Und deswegen, damit wir alle Kartoffeln ernten können, wenn die schön aufgehen, müsst ihr mir ein bisschen helfen. Genauso ist es ja schließlich auch mit den Geschichten. Ihr helft mir ja auch, die Geschichten zu erzählen aus der Bibel. Dass die gar nicht erst im Unkraut eingehen, sondern vielleicht direkt auf fruchtbaren Boden fallen. Also, können wir uns jetzt einig werden und hier gemeinsam ein bisschen Unkraut rupfen? Ja, na gut, wenn du halt meinst, machen wir halt weiter.